Servus liebe Leute und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ja, es gibt ein neues Video in der neuen Saison, das erste Video heuer. Ja, ich bin unterwegs mit der BMW S1000R und wie ihr schon so schön in der Facecam seht, habe ich mir eine neue Kamera gekauft. Das ist die DJI Action 4 und die werde ich heute mit euch so ein bisschen vorstellen, werde euch zeigen, was die Kamera so kann. Ich habe mir die nämlich selber gekauft, denn es wurde Zeit. Diese GoPro ist nämlich meine alte Kamera, die ich ursprünglich hier hatte und ich weiß nicht, wie viele Videos ich schon verloren habe durch diese GoPro, weil die Aufnahme nicht aufgenommen hat, der Media Mod den Ton nicht aufgenommen hat. Katastrophe. Ich werde mir keine GoPro mehr kaufen und ich glaube, es war einer der besten Entscheidungen, auf die Action 4 zu wechseln. Ja, und das soll es heute gehen. Ich bin hier unterwegs mit der wunderschönen S1000R. So wie ihr sie letztes Jahr gesehen habt, so steht sie immer noch da. Tipptopp servisiert, ja. Also wirklich fresh für dieses Jahr. Einfach absolut geiles Motorrad, Leute. Was man hier aus der 2014er rausholen konnte, einfach geil. Hier, das war ja Silber Original, das habe ich schwarz gemacht. Carbon ohne Ende, Akrapovic ist drauf. Ja, und das ist so mein erster Vlog. Ihr hört es auch vielleicht schon an der Audio. Der Ton ist richtig nice. Also man kann hier an der Action 4 wirklich die Pegel, den Eingangspegel, einstellen. Das kann man auch bei anderen Kameras, aber hier auch mit dem Audioadapter, mit dem Mic-Adapter, kann man halt, also macht es das nochmal automatisch auch. Das heißt, wenn man übersteuert, dann ist es nicht ganz so laut. Das regelt das schön automatisch. Ja. Und der ND-Filter ist natürlich auch dabei. Ich filme vollautomatisch, also im manuellen Modus meine ich. Ich filme voll manuell mit 10-Bit und einem D-Log-M Farbprofil, also ziemlich flaches Farbprofil. Ja, und ich glaube, mit dem Mikrofon kann man hier ziemlich geil nicht nur meine Stimme hören, sondern auch die des Motorrads. Ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich muss beim Filmen noch überlegen, ob ich die Stabilisierung eingeschaltet lasse oder nicht. Weil, wenn man die Stabilisierung eingeschaltet hat und den Shutter Speed aber eben niedrig einstellt, dann kann es sein, dass weiter in Entfernung dass dann so kleine Artefakte kommen und wenn ich die Bildstabilisierung ausschalte, wackelt das Bild halt mehr. Es ist ein bisschen nervöser, deswegen müssen wir schauen, was ich nehme. Aber das Geile ist, es wirkt auch, wenn man fährt, alles schneller, weil natürlich der Shutter Speed so klein eingestellt ist. Also ich filme in 2,7K 60p, das heißt der Shutter Speed ist auf, also 50p, Entschuldigung, 50 Frames die Sekunde und der Shutter Speed ist auf 100stel und durch das wird der Boden so schön weich gezeichnet und so weiter. Und deswegen wirkt das Ganze auch ein bisschen schneller, ja. Und die Audio ist halt richtig nice, weil die Videos mit der GoPro, ihr kennt meine Videos vom letzten Jahr, die waren alle komplett scheiße vom Ton her. Die waren entweder komplett übersteuert von der Lautstärke her, Windgeräusche ohne Ende. Ich habe glaube ich 4 verschiedene Mikrofone ausprobiert und die waren alle Schrott, weil der Media Mod einfach diese Audio so ruiniert hat, wenn er sie überhaupt mal aufgenommen hat. Ja, also ich glaube, ich habe wirklich 15 Videos letztes Jahr verloren, weil einfach kein Ton aufgenommen wurde und das ist halt komplett, also das kannst du komplett vergessen und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, es muss eine neue Kamera her für die POV-Aufnahme und ich glaube, ich habe dann ziemlich guten Griff gemacht. Ich habe mir tausende Vergleichsvideos angeschaut und letztendlich habe ich mich für die hier entschieden. Da könnt ihr euch heuer gewaltigst freuen auf qualitativen Content. Und ja, meine alte GoPro werde ich halt noch als Facecam benutzen. Da brauche ich nämlich keinen Ton, da ist das dann kein Problem. Und ja. Ach, ist das herrlich, Leute. Seid ihr schon in die neue Saison gestartet? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Morgen ist der 1. März, ja. Für viele Leute ist Saisonstart morgen. Und ja, nicht nur die Motorradfahrer kommen raus, sondern auch wieder die Fliegen, die schon wieder auf dem Visier kleben. Hoffentlich nicht auf der Kamera. Aber ja, Leute, so nice.
Oh, nee, je. Viele haben mir auch auf Instagram geschrieben, warum habe ich mich jetzt für die DJI Action 4 entschieden. Man kann natürlich auch richtig schön lange Aufnahmen machen, weil der Akku hält wirklich ohne Ende. Also wenn ich hier in 2,7K filme, ich glaube, da hält es 1,5 Stunden oder so. Also wirklich. Und dann habe ich ja natürlich auch noch das Adventure Pack genommen. Da habe ich dann 3 Akkus dabei, da kann ich dann den ganzen Tag filmen. Wobei ich filme natürlich eh nicht so oft, aber also lange. Aber ja, heuer, wenn ich öfter mal nach Wien fahre, Ausfahrten mache mit Abonnenten, ja, dann ist es natürlich geil, wenn man da weniger auf den Akku tauschen muss. Und auch dieser Schnellverschluss und so weiter ist natürlich richtig nice. Kannst die Kamera schnell abnehmen, Akku tauschen und so weiter. Einfach herrlich, Leute, einfach herrlich. Und was ich auch noch ausprobieren möchte, ich habe jetzt natürlich das Kado auch am Start. Grüße gehen raus an Kado, an Moritz. Wenn ihr mich supporten möchtet, wenn ihr sowieso vorhabt, euch ein Kado oder ein Kommunikationsgerät zu holen, holt euch das Kado PackTalk Edge, ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir, Leute, der Sound, der aus den JBL-Lautsprechern rauskommt, ist richtig nice. Es wurde einfach mal Zeit für ein Upgrade. Ich bin jetzt jahrelang, habe ich das alte Sena benutzt. Und jetzt bin ich mal aufgestiegen auf das neue PackTalk Edge. Kann man bis zu 15 Fahrern in einer Gruppe drin sein und miteinander reden. Und es gibt jetzt auch eine neue Funktion. Du kannst in der App von Kado alle Gesprächspartner aufzeichnen, inklusive deiner eigenen Audio. Und das ist mega interessant für Dual Vlogs, aber ich habe mir jetzt noch was überlegt für Dual Vlogs. Ich habe mir richtig viele Audioadapter bestellt und ich werde versuchen, das Signal abzugreifen vom Kado, zu splitten in 2 Ausgänge sozusagen. Eins geht natürlich weiterhin in die Kopfhörer rein, dass ich auch was höre. Und das andere Signal werde ich dann über Adapterstecker in die Action 4 reinleiten. Dann habe ich guten Ambiente-Sound und meine Stimme von dem Rode-Mikrofon. Plus, dann habe ich direkt 1:1 das digitale Signal von dem Kado auch auf dem Video. Und das ist mega nice für Dual Vlogs. Dann kannst du nämlich so eine geile Qualität haben bei den Videos mit Ton. Also wirklich, das ist geisteskrank. Wie das Ganze funktioniert und so weiter, das schaue ich mir dann heute an. Das wird nämlich heute noch geliefert. Und ja, wenn das dann richtig nice hinhaut, dann kann ich ja dazu mal ein Tutorial machen, wenn ihr wollt. Ja. Schreibt es einfach in die Kommentare rein, ob ihr dazu ein Video haben wollt. Perfektes Dual-Vlog-Setup. Ich kann euch auch noch mal meinen Helm zeigen, was ich da alles verkabelt habe, wie ich das verkabelt habe, weil hier in einem AGV-Helm ist so wenig Platz, also es ist wirklich ein Krampf, da alles zu verstauen. Und wenn ich jetzt denke, da müssen noch 3 Adapterkabel rein, dann wird schon ganz schön eng im Helm. Und das schauen wir uns dann eben an, ob das überhaupt hinhaut. Ich hoffe, das wäre zu nice. Ich habe heuer viele coole Projekte geplant. Ich möchte ins Ausland fahren, viel mit den Bikes, so ein Wochenendtrip sozusagen. Ich muss schauen, wie ich Zeit habe, weil es ist Hochzeitsplanung auch natürlich noch am Start. Im August wird geheiratet, also es braucht alles so viel Zeit, Leute. Ihr glaubt gar nicht, was Hochzeitsvorbereitung für einen Stress ist. Oh, das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt kann ich die Leute verstehen, warum die meisten Hochzeitsplaner nehmen, wenn das Budget da ist. Aber wir wollen halt ziemlich viel selber machen und Geld sparen, deswegen machen wir es ohne Hochzeitsplaner. Und ja, es halt, muss halt alles selber machen dann. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wo ich das Mikrofon platziert habe, ich habe 3 Aufnahmen gemacht gestern, 3 Testaufnahmen, wo ich jeweils das Mikrofon woanders platziert gehabt habe. Einmal direkt am Mund vorne, wo ich am Anfang gedacht habe, dass es ewig laut übersteuern wird. Aber tatsächlich ist das die beste Qualität, wenn es direkt beim Mund vorne ist. Weil ich gedacht habe, dass es übersteuert, habe ich es dann nochmal hinter das Seitenfutter reingetan. Da war aber dann meine Stimme so dumpf, das war nicht so nice. Und ja, aber wie gesagt, einfach vorne zum Mund das Mikrofon, das Rode. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch 1:1 nachkaufen. Ja. Oh, schön ein paar Kurven fahren mit guter Audio. Heute ist noch ziemlich windig, das heißt, der Wind wird ziemlich laut sein, aber trotzdem viel, viel besser die Soundqualität als alle Videos letztes Jahr, weil die waren echt so
krass, vom Sound schlecht, also ja. Deswegen musste jetzt was Neues her, und zwar dringendst. Das erste Mal Kurven fahren heuer. Die Dunlop Rosemont 4 halt noch bombastisch. Und das, obwohl wir nur 13, 14 Grad haben. Mega nice. Die linke zum Gruß, jawoll. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Saisonstart. Und lasst mich gerne wissen, wie es euch ergangen ist, ja? Wie ihr euer Motorrad ausgewintert habt, ob ihr schon fahrt oder noch nicht, ob ihr noch wartet, bis das Salz weg ist. Aber wenn es trocken ist, kann man eh gut fahren, ist kein Problem. Ja, und was für Videoformate ich heuer noch vorhabe, werde ich euch auch demnächst dann vorstellen. Wir werden natürlich wieder vom BMW ein Motorrad bekommen und werde ich dann das Motorrad für euch natürlich testen, reviewen, fahren das ganze Jahr für euch. Und mit BMW ist auch einiges geplant heuer, vielleicht wieder Rennstrecke, mal schauen. Wäre ziemlich geil. Und ich habe viele eigene Formate diesmal geplant. Ich möchte vielleicht sogar mit einem Kollegen nach Italien fahren, aber mit der 125er, ja, mit der Grom, weil er fährt auch eine 125er. Und dann fahren wir gemeinsam mit den 125ern für ein Wochenende oder so zum Gardasee oder irgendwo hin. Das wird so geil werden. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich habe auch noch ein geiles Format geplant, das möchte ich aber noch nicht verraten, weil ich habe Angst, dass das kopiert wird. Aber ja, das werdet ihr dann spontan sehen. Das ist ein Überraschungsformat. Das wird so nice. Skati ist auch dabei, bei dem einen oder anderen Mal. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das erste Video in diesem Jahr mit geilem Sound, also der erste Motorvlog in diesem Jahr mit nicem Sound. Ich hoffe, dass alles hingehauen hat mit der Audio, und ja, es ist einfach so nice, weil es jetzt einfach funktioniert. Du musst nicht mehr überlegen, funktioniert die Audio oder nicht bei der GoPro. Nein, ich sehe einfach den Pegel, wie er ausschlägt hier an der Kamera auf der Rückseite. Es ist einfach so angenehm, wenn man weiß, es funktioniert einfach und man muss sich keine Gedanken mehr drüber machen. Ey, das ist wirklich nice. Wir sehen uns beim nächsten Video, checkt die Links in der Beschreibung aus, alles verlinkt. Beim Caro spart ihr bis zu 15% mit meinem Code LIFEONTWOWHEELS. Nicht vergessen, checkt die Beschreibung aus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.